Liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch die Jubiläumsedition von Stone Age. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Bevor der Winter endet, naja, je nachdem wann ihr das Video schaut, wollen wir euch natürlich Stone Age vorstellen. Und zwar die Jubiläumsedition anlässlich ja des 10-jährigen Jubiläums von Stone Age. Wer vielleicht das Thumbnail, also das Bild zum Video gesehen hat, der hat ja gesehen, der Jörg hält ja auch das ursprüngliche Stone Age in die Kamera. In dem Fall die vergriffene Erweiterung, die kriegt man groß gar nicht. Ich glaube, am Ende des Videos werde ich auf jeden Fall was dazu sagen. Und natürlich das Standardspiel Stone Age. Heute spielen wir zusammen mit dem Elias das Spiel Stone Age. In dem Fall 2 bis 4 Spieler. Ab 10 Jahre, der Elias ist 7. Aber ihr werdet merken, das Spiel ist gar nicht so schwer. Es ist nämlich ein wirklich einfaches Worker-Placement-Spiel und geht ca. 60 bis 90 Minuten. Je nach Spieleranzahl und je nach Strategie, die ihr natürlich fährt. In dem Video möchte ich euch ganz kurz die Abläufe erklären. Ich werde ganz am Schluss des Videos natürlich auch noch ein Fazit dazu geben, mit den Änderungen, mit den Inhalten, den Anpassungen, die vorgenommen wurden. Nein, große Änderungen gab es nämlich gar nicht, das gleich vorneweg. Aber es gibt natürlich mit Elias auch ein paar Gameplay-Sequenzen, damit ihr auch ein Gefühl bekommt, oder Elias, wie das Ganze funktioniert. In Stone Age bekommt jeder so ein Tableau. Da setzt man seine Figuren ein. Das sind 5 Figuren am Anfang. Und es bietet natürlich auch Platz für die einzelnen Plättchen, die man im Verlauf der Partie bekommen kann. Hier sieht man den Wert der einzelnen Ressourcen, weil in diesem Spiel wird gewürfelt. Und dann seht ihr auch den Gegenwert des Würfels, was ihr bekommt. Zum Beispiel, wenn ihr eine 6 würfelt, dann bekommt ihr 2 Holz. Je nach Ort, wo ihr natürlich eure Figur dann einsetzt. Auf die Zahl kommt es drauf an. Wenn ich 3 Figuren da reinsetze, dann würfel ich eine 6, eine 3, eine 3. Also ich habe dann hier 3. Ja. Und habe dann eine 6 gewürfelt. Eine 3 und eine 3. Eine 3 und eine 3. Dann bekommst du wie viel? Dann bekomme ich für jede 3 ein Holz, also 4 Dreier, 4 genau. Holz dann. Der Elias ist schon einen Schritt weiter, wie die Einsitzfelder sind. Noch kurz zum Tableau. Hier seht ihr auch Karten, die ihr bekommen könnt. Und je nach Symbolik bekommt ihr am Spielende umso mehr Punkte. So, hier sieht man übrigens das Tableau. Und der Elias hat es schon ein bisschen vorweggenommen, wo man hier seine Figuren einsetzt. 5 Figuren habe ich ja. Und es wird 3 umgespielt. Der Elias will anfangen. Der hat nämlich den Startspielmarker. Und was macht er? Er setzt eine oder mehrere Figuren auf einen Ort ein. Und dann ist der nächste Spieler dran. Jetzt, Elias, gleich ein Hinweis für die Zuschauer. Wir spielen das Ganze zu zweit. Das heißt, es gibt hier einen Stapel bzw. 2 weniger und man darf hier in diesem Bereich jeweils nur 2-mal einsetzen. Das heißt, man darf nicht alle 3 Orte zu zweit belegen. Und Elias, ich darf auch nicht hier einsetzen im Spiel zu zweit. Genau. So, jetzt erkläre ich noch die einzelnen Felder und dann würde ich sagen, können wir auch mit dem Spiel beginnen. Ihr werdet ja gleich merken in der Erklärung, so schwer ist es nicht, gell Elias? Nein. Doch worum geht es denn überhaupt in dem Spiel? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Es geht natürlich um Punkte. Und gespielt wird so lange, bis eines dieser Stapel leer ist, vergriffen ist. Oder hier der Stapel an Karten, hier gibt es noch Nachziehkarten, weg ist. Also eine von beiden Möglichkeiten. Meistens ist allerdings der Stapel, zumindest aus meiner Erfahrung. Wir starten hier auf so einer Nahrungsleiste im Nullbereich und hier sieht man die Punktetafel. Wenn man dran ist, dann in dem Fall platziert man ein oder mehrere Figuren. Das haben wir ja vorhin gesagt, auf dem Bereich ja, Nahrung hier in dem Fall. Da dürfen alle drauf, deswegen der große Kreis, weil man muss am Schluss immer seine Leute ernähren. Hier bekommt man Holz, hier Lehm, hier Stein und hier Gold. Man darf natürlich auch hier eine Figur auf die einzelne Karte setzen, dann gibt man einfach eine bzw. mehrere beliebige Ressourcen ab. Und immer wenn man die Karte kauft, dann rutschen die vor, dann wird es immer günstiger. Dann wird es günstiger, immer nach Rundenende. Oder ihr setzt hier eine Figur dann hin, dann bekommt ihr so ein Einserplättchen, weil es wird nachher gewürfelt. Und da habt ihr zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ihr eine 2 würfelt, ein Holz ist ja 3 Wert wert, dann könnt ihr so ein Einser einfach um 90 Grad schieben. Das wird nächste Runde wieder aktiv und dann, dadurch bekommt ihr, dann bekommt man ein Holz. Wenn man das dann so hat und man geht da nochmal drauf, dreht man es einfach um. Wenn man eins bekommt. Und wenn man dann alles umgedreht hat, dann kriegt man so ein
Dreier und dann geht's noch ein Vierer und dann war's. Oh, sehr ins Detail gegangen. Was bekommt man hier? Hier muss ich ja zwei Figuren einsetzen. Ja, dann was kriegt man ein neues Männchen, aber jetzt auch durch. Dicht teuer, weil man muss die nämlich auch ernähren. Und hier auf dieser Leiste ist es gar nicht schlecht. Da rutsche ich nämlich auf der Nahrungsleiste ein Feld voran. So, ihr könnt natürlich auch hier einsetzen, auf die einzelnen Orte. Hier zum Beispiel bei dem Plättchen. Da sieht man, es gibt 14 Pluspunkte und ihr seht auch, was welche Ressourcen hier abgeben müsst. 14 Punkte natürlich. Und die Ortskarten, die legt man natürlich hier unten ab. Das andere hier. Wir starten hier mit 12 Nahrung, mit 5 Figuren. Und ich denke, das waren alle wichtigen Infos. Ich würde sagen, dann fangen wir an. Wir fangen an und der Elias ist Stadtspieler. Der darf als erstes einsetzen. Wo setzt du deine ein, deine Figuren? Jeder hat ja 5 Figuren. Aha, er nimmt sich gleich das hier. So, ich gehe gleich hier hin, weil ich auf der Nahrungsleiste dann hochgehen will. Aha, holst du dir das? So, dann setze ich mal, weißt du, was ich mache? Ich setze 4 Figuren, nee, nicht auf, ich setze auf Stein. Na, hoffen wir mal, dass ich gut würfel. Oh, und 2 Figuren da. Der Elias beginnt, was nimmst du dir? Natürlich das Blättchen, falls er einen schlechten Wurf hat, dass er es gleich einsetzen kann. So, und das 1er Blättchen, das legt er vor sich ab. Und das kann er, wie gesagt, jede Runde nutzen, in Kombination mit dem Würfelwurf. 2 Würfel. Warte, ich fange mit Gold an. Mit Gold. 2 Würfel. Ist wertvoller, genau. Und er hat eine 4. Ah, schlechter Wurf, weil Gold ist 6 wert, er kriegt gar nichts. Er kann auch das 1er Plättchen nicht einsetzen. Dann wäre er von 4 auf 5, aber er braucht es. Ja? Man merkt, es gehört natürlich etwas Glück dazu. Jetzt aber hier. Und, jawohl. Er hat 2x3 gewürfelt, das heißt, er hat eine 6 und bekommt dafür 2 Holz. So, dann bin ich dran. Ich mache erstmal das hier. Ich nehme das Männchen herunter, setze es hier bei mir drauf und rutsche auf der Nahrungsleiste 1 hoch. Dann, Elias, jetzt musst du mir Glück wünschen. Ich brauche nämlich ganz viel Stein. 4 Würfel dann. Was brauche ich für einen Stein? Eine 1. Wow, 6, 12, 18, 19... Ach, einer fehlt mir, aber ich bekomme 3 Steine in dem Fall. Du wolltest und die 4 Steine. Ja, und die lege ich jetzt dorthin. So, und jetzt folgt, Moment, bevor wir weitergehen, jetzt müssen wir unsere Leute natürlich ernähren. Was ist die Ernährung? Wie muss man sie ernähren? Also, jeder 1. Mhm, das heißt... So, dann muss ich 6 abgeben. Und ich habe hier einen Bonus von 1 auf der Nahrungsleiste. Das heißt, ich brauche dann gar nicht mehr so viel abgeben. Und ich versuche natürlich hier hoch zu rutschen. Dann werden meine Leute automatisch ernährt. Das heißt, es wird für mich günstiger. Wichtig zu wissen, wenn ihr eure Leute nicht ernähren könnt, dann kostet es euch 10 Minuspunkte. Ihr könnt aber auch Rohstoffe abgeben, um praktisch das wie eine Nahrung werden zu lassen. Aber ja, es gibt diese Hungerstrategie da am Schluss natürlich auch nochmal was im Fazit. Aber in dem Fall passt das auf jeden Fall. Und so bin ich jetzt am Zug. Das heißt, ich setze meine Figuren ein. Ich möchte natürlich mehr Figuren. Ich setze als erst einmal hier ein. So, jetzt bin ich gespannt. Die Felder sind natürlich sehr begehrt. Das sollte man natürlich genau super, Elias, natürlich auch, weil sonst hätte ich das hier eingesetzt. Da kann ich jetzt nicht. Und jetzt schaut man natürlich ein bisschen, was es gibt. Und, ich sollte auch mal ein bisschen ernähren. Noch nicht. Dann gehe ich hier drauf, dann kriege ich vielleicht Holz. Aber vielleicht kann ich in der nächsten Runde hier so einen Ort einsetzen, weil ich will natürlich die Plättchen. Gold brauche ich auch, aber Stein habe ich schon, Elias. Du bist die Elfer. Ja, den Elferpunkt, genau. Und so merkt man, da orientiert man sich natürlich. Viele spielen nach den Karten. Es geht jetzt eigentlich nur darum, dem Video euch das Ganze auch zu demonstrieren, wie das Ganze abläuft. Sehr guter Zug, Elias. Aber du hast keinen, wie willst du denn das machen ohne? Ah, du hast hier eine beliebige Ressource. Ah, okay, dann können wir den Zuschauern das auch erklären. Sehr guter Zug von dir. So, der Papa ist dran, sollte nicht zu viel reden. Das heißt, ich nehme die Figur runter. In dem Fall. Blau. Oh, blau nicht. Grün natürlich, was mache ich denn? Und bekomme natürlich Nachwuchs. So, dann musst du mir wieder viel Glück wünschen, weil ich brauche Holz. 6, 11. Oh nein, das heißt 3, 6, 9. Ich bekomme 3 Holz. So, und das war in dem Fall schon mein Zug. So, Elias, was machst du? Ganz klar, auf der Nahrungsleiste 1 vor. Und so merkt ihr, das Spiel ist gar nicht so schwer. Das einzige Spiel ist das Zusammenzählen der Punkte und natürlich das Berechnen, entsprechend wie viel bekommt ihr. Das ist ja der Knackpunkt, wenn ihr mit Jüngeren spielt. Was hast du denn gewürfelt? 6, 11, 13. Wow, 2 Gold. Sehr gut, Elias. So, und jetzt kannst du den Zuschauern gleich erklären, was es mit der Karte auf sich hat. Dann haben wir eigentlich schon alle Regeln erklärt. Also,
ich will die Karte haben. Ja. Das kostet mich eins. Eine beliebige. Und da gibt man natürlich das günstige ab. Und das ist das Holz. So. Und jetzt, dann kriege ich noch so eins. Und er bekommt hier. So, und am Spielende gibt es hier Bonuspunkte. Das heißt, hier, Lea, zeig mal, was hast denn du drauf? Die Anzahl der Männchen. Hier ist momentan eine Figur abgebildet. Darf ich mal ganz kurz den Zuschauern zeigen? Ganz kurz. Ja, hier ist ein Männchen abgebildet, multipliziert mit der Anzahl der Männchen. Wenn, wie gesagt, Hinweis, wenn ihr es mit Jüngern spielt, dann helft ihr einfach. Aber es geht eigentlich recht einfach, die Punktewertung, die könnt ihr dann zusammen machen. So, das war schon der Zug. Ernährung sollten wir noch machen, hier wird es wieder günstiger. So, und dann muss ich mich auch mal um Nahrung kümmern, weil nach der Hungerstrategie möchte ich jetzt nicht fahren. Da gibt es natürlich noch ein paar Möglichkeiten, aber sehr gut. Ich glaube, die Runde zeigen wir euch noch, dann habt ihr alles gesehen. Na warte, dann gehe ich mal hier drauf. So, jetzt hole ich mir aber die anderen. Ich brauche noch Nachwuchs und ich brauche noch Nahrung und das brauche ich auch noch. So, und die Felder sind natürlich sehr begehrt, aber da wiederhole ich mich. Oh, Elias, wir haben eins vergessen. Wir müssen nachrutschen noch die Karten. Genau, dann haben die Zuschauer alles gesehen. Oh, du gehst hier drauf. Ich hole mir jetzt auch mal ein Werkzeug, falls ich schlecht würfel. Dann können wir natürlich hier nicht auf Nachwuchs gehen. Jetzt muss ich natürlich schauen, was ich noch brauche. Oh, da gibt es 3 Punkte. Ist natürlich auch ganz cool. Oh, zwei Steine gibt es da. Ist natürlich auch super. Mal gucken, was ich mache. Aber ich muss meine Leute noch ernähren. Ah, da muss ich auch noch dran denken. Und da können mehrere reingehen, weil wie gesagt, das ist ein großer Kreis. So, was hast du vor? Oh, gut. Ich gehe mal hier hin. Ah. Einen, um mich zu ärgern. Ah. Mit dem da. Oh ja, sehr gut. Weißt du was? Ich hole mir jetzt erstmal Nahrung. Da kann jetzt der Elias natürlich auch einsetzen. Er muss schauen. Ja, okay. 3 Nahrung, ja. Dann muss ich... Er berechnet schon, ob es ihm reicht. Das heißt, in der nächsten Runde wird er natürlich auf Nahrung gehen. Du hast aber noch einen, wo du einsetzen kannst. Oh, nicht gesehen. Ja, so. Was gibt es da ein Schönes? Und, was machst du? Überleg noch. Ja, oder du gehst halt auch einmal auf Nahrungsjagd. Nein? Lehm, Stein, Gold oder Nahrung oder noch eine Karte. Aber dann wird es teuer, weil man braucht natürlich viele. Er geht auf die Jagd. Und der Elias beginnt. Mit was willst du beginnen? Erstmal hier auf der Leiste, jetzt genau. Muss ich mal das da abgeben. Jawohl, sehr gut. Mit dem Mückenstecker. Jawohl. Und was willst du jetzt als nächstes machen? Aha. Okay, was machst du? Erklär es mal den Zuschauern. Warum gibst du jetzt Ressourcen ab? Dann habe ich die da. Und dann bekommst du wie viele Punkte? 14. 14 Punkte, sehr gut. Es war immer noch nichts alles. Ja. Also dann mache ich mal das da. Okay, ein Würfel. Weil ein Männchen auf jeden Fall 2. Dafür habe ich jetzt das, da mache ich das zu. Ein Würfel. Hast du einen Würfel? Ja, ja. Er hat eine 3. Damit hat er ein Holz. So, in der aber reicht nicht. Du kannst halt Gold. Ja, ist Gold. Du musst halt Gold. Aber, ja, aber du hast hier so eine Karte mit einem grünen Hintergrund und bekommst 2 Steine. Und umso unterschiedlichere Karten ihr habt am Schluss, desto mehr Punkte. Also, genau, jetzt noch ein bisschen Nahrung. Wow. Na, also super. Eins, also 3 dann in dem Fall. Weil du hast eine 6. So. Genau, sehr gut. Und den auch wieder runternehmen. Und jetzt kannst du noch das abgeben. Ist zwar teuer mit dem Gold, aber das wollte er auf jeden Fall. Das heißt, es gibt dir ab, bekommt 2 Steine, bekommt die Karte und die legt man meistens verdeckt neben sich oder auf das Tableau. Dann bin ich dran. So, ich würfel erstmal hier mit 3 Würfeln. Oha, guck mal hier. 11, 15. Na, das lohnt sich ja. Nimm doch einen 10er. Hätte ich auch machen können, aber ich muss das ja immer gleich abgeben, die Nahrung. Ach, guck mal, da habe ich jetzt nicht geschalten. Zu dir sage ich es immer, denk erst daran. Jetzt hat der Papa das nicht gemacht. Jetzt nehme ich mal das Plättchen. Und jetzt gebe ich 2 Holz ab und einen Stein. Und nehme das Plättchen. Und ich habe 11 Punkte. Und jetzt sieht man hier, was wieder freigeschaltet wurde. Übrigens, da hinten will ich auch noch was machen. Warte mal. 1. Ein Holz gebe ich ab und bekomme 3 Punkte. 1, 2, 3, nehme die Karte und hier sieht man Anzahl der Männchen multipliziert mit den Orten, die ich am Schluss habe. Das kann ein hoher Multiplikator also geben und auch das lege ich ab. So, Elias, wir müssen noch ernähren in dem Fall und dann haben wir alles gemacht. Das heißt, bei mir wird es wieder günstiger und
Ja, so funktioniert das ganze Spiel. Man sieht wieder, was freigeschaltet wurde. Und jetzt würde ich sagen, wir machen einen Sprung, weil das meiste ist erklärt. Ich fange an und wir schauen mal, wie das Spiel ausgeht, beziehungsweise wie das weiterläuft. Genau. Jetzt haben wir ernährt. Wir haben den letzten Stapel auch weg. Das heißt, das Spiel endet. Und jetzt ist der Moment, wo ich Melias helfen muss. Aber dazu erkläre ich natürlich ein bisschen was. Jetzt zeige ich einfach meine Karten. Der Elias sortiert seine Karten auch schon mal. Das heißt, schaut mal hier, dann ist das nachher wirklich klar jedem. Ich habe jetzt hier in dem Fall 4 Figuren. Jetzt blendet es nochmal. 4 Figuren mal Anzahl der Gebäude. Jetzt schaue ich, wie viele Gebäude ich habe. Und das wird multipliziert. So, dann habe ich hier 2 unterschiedliche. Und ich habe ja vorhin gesagt, hier auf diesem Tableau wird es ja angegeben, das ist 4 Punkte wert. Und hier wird gerechnet, ein Männchen, wie weit ich hier in der Nahrungskette vor. Schade, dass es nur 1 ist. Das heißt, ich bekomme noch 6 Punkte. Und dann wird es zusammengezählt. Der Elias macht genau das Gleiche, da helfe ich ihm. Und dann schauen wir, wer am Schluss die meisten Punkte hat. 3-mal Werkzeuge. Wow, 4, 8, 10, 3, 30 Punkte. Boah, jetzt hast du mich überholt. Ich bin noch nicht fertig. Oh nein. Ja. 2-mal die Anzahl der Gebäude. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal 10 Punkte. 10. Ey, Elias, erstes Spiel, wo du gewinnst, oder? Ja, du gewinnst. 1-mal, wie viele Männchen hast du? 3, 4, 5, 6, 7. Boah, 50. Hast du sonst noch was? Nein. Das war's in dem Fall. Der Elias hat gewonnen. Super gespielt. Jetzt haben wir euch das Ganze natürlich gezeigt auf der Sommerseite. Jetzt schiebe ich das Ganze mal runter, einfach automatisch und runter. Und bei der Winterseite, da gibt es dann noch eine Ware dazu, wenn man das erfüllt hat. Ja, da dreht ihr das einfach um und jetzt halte ich es einfach und hier. Und da gibt es jetzt noch und, mehr. Ja, und hier ist eine Besonderheit, da muss man hier natürlich, hier kommt noch ein Plusgold dazu. Ihr könnt auf der Sommer- oder Winterseite spielen. Das Sommer ist einfacher. Sommer ist ein bisschen einfacher, genau. Winter ist etwas härter, aber ansonsten das Spielprinzip ist gleich. Ihr dreht dann einfach, schaut mal hier, die Plättchen, das hat man vorhin teilweise gesehen, genau, die dreht man um. Und danach gibt es noch, wenn man das erfüllt hat, eine Ware dazu. Genau, das heißt, hier habt ihr einfach nochmal optional die Möglichkeit, das Ganze zu spielen. So, das war eigentlich alles. Ihr seht auch, diese Männchen sind ein bisschen anders als im Grundspiel, etwas schöner gestaltet. Was ich etwas schade bin, damit bin ich quasi schon mitten im Fazit. Die Erklärung, die findet statt mit der Winterseite. Das heißt, wenn man hier die Anleitung anschaut und sich die Gebäude anschaut, wird das alles mit der Winterseite erklärt. Das verwirrt etwas, wenn man dann mit der Sommerseite spielt, das Spiel vielleicht gar nicht kennt. Das also nur als Ergänzung, weil teilweise muss man schauen, wie sieht denn das aus im Sommer. Aber es ist eine Kleinigkeit auf jeden Fall. Ansonsten wirklich schön illustriert. Ansonsten auch beibehalten, wie man das auf dem Grundspiel kennt. Es gibt natürlich sogar eine kleine Erweiterung mit weiteren Gebäuden und Karten, mit Tierkarten. Auch da habt ihr optional die Möglichkeit, der Würfelbecher, das gab es alles schon im Grundspiel und jetzt merkt ihr, es ist alles quasi erhalten geblieben, wie im ursprünglichen Stone Age auch, was teilweise nicht mehr zu bekommen ist. Übrigens, die Erweiterung hier, die gibt es ja auch nicht mehr im Handel. Das heißt, bei dieser Erweiterung habt ihr, hier ist es abgebildet, ein weiteres Tableau und ihr bezahlt mit Schmuck. Ihr habt weitere Umtauschfaktoren, ihr habt hier weitere Ressourcen, es ist eine kleine Ergänzung, ihr habt quasi eine Ware mehr. Es gibt dann noch ein weiteres Tableau. Und teilweise bekommt man die Karten nur, indem man mit Schmuck bezahlt. Das ist aber wirklich schon alles. Aber viele sagen einfach, sie nehmen gerne die Erweiterung mit hinzu. Die gibt es aber gar nichts. So, und jetzt habt ihr natürlich die Qual der Wahl. Ich habe zugemacht und dann ist es so gegangen. Ja, jetzt habt ihr die Qual der Wahl. Jubiläumsedition oder Stone Age Standard. Aber wir müssen natürlich auch noch sagen, ob es uns gefallen hat. Ja. Mit Stone Age vor 10 Jahren hat eigentlich alles angefangen, wenn man vom Worker Placement Mechanismus ausgeht. Es gibt natürlich noch Caius, ist auch so ein Worker Placement Spiel, so ein alter Klassiker, aber in der Zeit ging es richtig los mit Worker Placement. Da kannte man das noch gar nicht, dass man Arbeiter einsetzt. Der Elias kann das gar nicht und ist ein einfaches Worker Placement Spiel für Familien, die einfach etwas mehr wollen. Oder Elias? Mhm. Es ist gar nicht so schwer, man kommt recht schnell rein und dann kann man auch loslegen. Wie findest du es einstufen, spaßtechnisch? So, der Daumen. Ah, okay. Also für mich ist es ein leicht gehobenes, aber spielst nicht in reinen Vielspielerrunden. Die sind wirklich, habe ich es ausprobiert. Die haben dann gesagt, ach langweilig, die wollen einfach mehr. Natürlich ist das Niveau mit den Jahren gestiegen
Und dadurch sagen viele, das Spiel ist dadurch langweilig geworden, wenn man das Jubiläumsspiel spielt. Einmal einen Daumen hoch, aber, und einmal noch ein bisschen schief. Ja, der Lies hat jetzt auch die erste Partie gewonnen. Also bisher fand das eher so mittelprächtig. Aber ein Daumen und dann einmal noch schief. Elias, es ist ein Spiel, wo man wirklich sagt, die Familien kennen schon alles, die wollen etwas mehr. Dann ist Stone Age auch ein richtig gutes Spiel. Dann könnt ihr auf jeden Fall damit loslegen. Unabhängig von der Spieleranzahl, 2, 3 und 4 Spieler. Hungerstrategie muss ich noch erwähnen. Es gibt ja nach wie vor damals wie heute die Möglichkeit, man ernährt seine Leute gar nicht. Dann kriegt man immer 10 Punkte abgezogen. Aber man holt sich Männchen, Männchen, Männchen. Die funktioniert nur teilweise. Ich habe da früher auch das Ganze ausprobiert. Da steht auch nichts drin. Der Anleitung gegen die Hungerstrategie hängt auch von der Spieleranzahl ab. Und teilweise funktioniert es, teilweise nicht. Hängt auch von der Länge vom Spiel ab. Da, ja, wie gesagt, gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ich habe das auch mal probiert damals und heute mit Hungerstrategie. Es kann auch ganz schön nach hinten losgehen. Ich mag sie übrigens überhaupt nicht. Ich möchte es allerdings nur erwähnen, weil die meisten sagen einfach, sie ernähren anfänglich ihrer Leute gar nichts und sie gehen direkt auf die Gebäudekarten beispielsweise oder auf die Karten an sich, weil das insgesamt mehr Punkte bringt und dadurch man durchaus einen knappen Sieg erringen kann. Ihr könnt es ausprobieren, ich mag sie nicht, ich wollte es allerdings auf jeden Fall erwähnen. Ansonsten habt ihr jetzt natürlich die Wahl. Viele sagen natürlich, unser Stone Age reicht. Wenn ihr schon das alte Stone Age habt, dann braucht ihr die Jubiläumsedition nicht. Es sei denn, ihr wollt es einfach schöner illustriert haben und wir wollten weitere Spielplanrückseite mehr. Verändert hat sich allerdings in dem Bereich. Das ist eigentlich alles. Es ist ja auch schön illustriert, das Ganze. Man sieht es ja auch hier von den Grafiken, da hat man sich Mühe gegeben. Wer das Spiel allerdings noch nicht hat, der hat natürlich die Möglichkeit, das alte Stone Age bekommt man, das die Erweiterung allerdings nicht. Und viele sagen, ich sage jetzt, die Erweiterung ist okay, die bringt jetzt aber auch nicht das belebende Element. Man muss jetzt nicht unbedingt haben. Also es reicht eigentlich völlig das Grundspiel aus und jetzt habt ihr die Möglichkeit Jubiläumsedition oder Grundspiel. Ja, warum? Du bist nicht am Anfang so oft auf Karten gegangen. Ich bin nicht auf Karten gegangen. Ich bin voll auf Karten gegangen. Ich würde sagen, ich spiele es gerne mit Kindern. 7-, 8-, 9-Jährigen, super, ja, da macht es echt Spaß. Dann verlieren. Ja, also ich verlieren kann, aber in reinen Vielspielerrunden, da kommt es bei uns nicht mehr auf den Tisch, weil einfach das Niveau ein ganz anderes ist als damals und das muss man berücksichtigen. Also da habt ihr ganz andere Spiele zur jetzigen Zeit, wo vielleicht ein belebenderes Element ist. Außerdem, Elias, den Glücksfaktor, den mögen viele Spieler auch nicht, weil man einfach würfeln muss. Man will taktieren und dann muss man würfeln und durch den Würfel kann einiges schieflaufen. Ich denke, das waren alle Infos. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo über Abos, wenn wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal tschüss, mach's gut, bis bald, Papa, auf Wiedersehen. Und hier steht übrigens drauf, limitierte Ausgabe. Ich weiß, das Spiel gibt's auf jeden Fall noch im Handel. Der Elias sagt schon mal tschüss, das kann ich auf jeden Fall noch ergänzen. Heißt immer eine gewisse Auswahl nur oder eine gewisse Begrenzung, Anzahl. Ich weiß, 1000, 2000 sind es als. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das Video erstellt haben, bekommt man das Spiel auf jeden Fall noch im Handel. Jetzt sage ich aber tschüss, mach's gut und bis bald. Tschüss. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.